Herzlich willkommen in Bingen. Ja, hier bin ich geboren. Ich lebe zwar nicht mehr hier, aber ich komme immer sehr, sehr gerne in meine rheinland-pfälzische Heimat zurück. Heute habe ich einen ganz besonderen Reisebegleiter, der auch aus dem Mittelrheintal kommt, besser gesagt aus Koblenz. Und ich freue mich ganz doll auf ihn. Es ist so schön, dich hier zu sehen. Ich habe mich gefreut, Mary. Oh, ich mich auch, Thomas. Dass wir uns heute treffen. Hör mal, ich habe was ganz Tolles für dich vorbereitet. Ja? Rose auf der Mary Rose. Ah, ja. Sollten sich die Koblenzer auch mal überlegen, ja, sowas ähnliches. Das ist ein guter Hinweis, ja. Von Bingen bis nach Koblenz erleben wir eine traumhafte Landschaft. Seit 15 Jahren UNESCO-Welterbe. Für ihre 20 Millionen Touristen im Jahr hat diese Region auch einiges zu bieten. 40 Burgen auf 67 Kilometern. Ob die Marxburg, die Burgen Katz und Maus oder die... Nirgendwo sonst gibt es so viele Burgen wie hier. Das ist Rheinromantik pur. Thomas, weißt du, dass ich in den Weinbergen mein erstes Geld verdient habe, um mir ein paar neue Rollschuhe zu kaufen? Ja? Ja. Also Erinnerung, also ich weiß noch, ich war ein kleiner Steppke und habe mein erstes Taschengeld durch Singen verdient. Und ich verrate dir jetzt, was man mich nannte. Na? Bernie von der Mosel. Nein, doch, das ist nicht wahr. Das ist wahr. Das wirst du noch bereuen, dass du das erzählt hast, das sage ich dir. Aber weißt du, wie sie mich genannt haben? Wie haben sie dich genannt? Die Valente von... Eigentlich war das ja gar kein Kompliment, wenn man so weiß, was da auf dem Mäuseturm alles los war. Ne? Es gibt da eine Sage. Der Erzbischof Hatto II. Sperrte seine hungernden Bürger in eine Scheune und ließ sie dort sterben. Ganz schlecht fürs Karma, denn auf dem Mäuseturm wurde er von tausenden Mäusen aufgefressen. Ja, so kann's gehen. Es ist schön, wieder in meiner Heimat zu sein, Lou. Ich bin ja schon als 12-Jährige von hier weggegangen. Oh, das ist früh, ja. Das ist früh. Und du? Letztendlich, meine Heimat ist dann doch Koblenz geblieben. Und ich find's einfach toll hier, weil man runterkommt irgendwie. Es ist die Hektik. Erdet einen. Ja, wenn man guckt, wie wir hier so über den Rhein fahren, ja, es ist die Hektik nicht, ja, da. Es ist, man hat wunderschöne Bilder, die Berge, die Burgen. Und der Wein, tja, den haben wir den alten Römern zu verdanken, ja, diesen Wein. Und wenn wir so rüber gucken, hinter uns liegt Bacharach. Bacharach ist für seinen Wein bekannt, weltweit bekannt im Großen und Ganzen. Und gehört auch so ein bisschen zum Zentrum der Rheinromantik. Ja, zum Wohl, Mary. Guck mal, das haben uns die Römer hinterlassen. Gelassen, ne? Die sind fort und wir haben den hier. Wein. Überall an den Ufern des Rheins schroffe Felsen und steile Weinberge. Und immer wieder blitzen kleine, idyllische Städte auf. An der schmalsten Stelle des Mittelrheintals befindet sich das Highlight am Rhein, der Loreleifelsen. Tja, liebe Mary, hier, der Loreleifelsen. Eigentlich hättest du ja auch die Lorelei sein können, ne? Wieso? Ja, es war eine wunderschöne Jungfrau mit einer betörenden Stimme, die Schiffer zu sich an den Felsen führte und die Schiffe zerschellten. Ei, ei, ei. So sagt es die Legende. Ja. Und hast du jetzt Angst, dass wir kentern? Wir müssen nämlich noch nach Koblenz. Hier bin ich immer wieder gerne. Der Ausblick von der Koblenzer Seilbahn ist jedes Mal spektakulär. Von hier sieht man das Deutsche Eck, die Mündung der Mosel in den Rhein oder die Festung Ehrenbreitstein mit 120 Metern Höhe, Europas größte beständige Festungsanlage. War so schön. Das war wie ein Urlaubstag, so ein kleiner, ne? Genau. Und jetzt gehen wir zu mir? Ja. Käffchen trinken? Käffchen trinken und ein Stück Kuchen. Nehme ich auch ganz gerne. Ja. So. Zurück nach Mainz.